Sie auch ganz herzlich. Ich habe heute so eine Art Rolle des Einheizers. Informatische Bildung für digitale Aufklärung, deswegen geht es gleich ein bisschen medialer zu. So, wenn wir uns um Bildung Gedanken machen, hat das ganz viel mit Zukunftsvision zu tun. Wir müssen entscheiden, in welcher Welt wir leben wollen. Bildung gestaltet die Zukunft. Und deswegen hilft ein Blick in Dystopien wie auch Terminator oder vergleichsweise unbekannt, Die Maschine steht still. Sehr gutes Buch. Es geht darum, dass Menschen nur noch in Waben leben. Sie müssen sich nicht mehr mit anderen treffen. Die Maschine tut alles für sie. Sie kommunizieren durch ein tabletartiges Gerät und eines Tages geht die Maschine kaputt. Und die Menschen verehren diese Maschine. Es gibt nur noch ein Buch, das wie eine Bibel agiert. Das ist die Betriebsanleitung. Aber dort findet man eigentlich keinen Hinweis, wie man diese Maschine repariert. Sie hat sich bisher immer selbst repariert. Die Menschen sind unmündig geworden und das ist quasi eine Beschreibung eines materialisierten Facebook. Ganz am Ende gibt es immer noch Leute, die sagen, ach morgen setzt irgendein Dummkopf die Maschine wieder in Gang. Niemals, sagte Kuno. Die Menschheit hat ihre Lektion gelernt. Die Frage ist, ob die Menschheit wirklich in der Lage ist, diese Lektion zu lernen. Das eigentlich Spannende auch an dem Buch ist übrigens, es ist die mir bekannte älteste Beschreibung des Internets, dieser Roman ist von 1909. Ein aktueller Roman, der eine ähnliche Situation darstellt, den ich auch allen empfehlen möchte, ist Quality Land. In Quality Land ist die Antwort auf alles okay. Auch in der Vergangenheit hat man viel über die Zukunft spekuliert, zum Beispiel Sager und Evans, in the year 2525, Urteile aus dem Computer und man fragt sich, nein, das ist nicht 2525, wir haben 2018, 19 und natürlich gibt es schon Urteile aus dem Computer, nämlich in China. Und viele andere Dinge, wir brauchen gar nicht mehr die Wahrheit zu sagen, denn sie wird sowieso über uns irgendwie anders generiert. So etwas hat sich auch der Chef des BKA, Horst Herold, gewünscht auch etwas sowas wie ein Facebook, könnte man sagen. Die Grenzenlosigkeit der Informationsverarbeitung wird es gestatten, das Individuum auf seinem gesamten Lebensweg zu begleiten, von dem laufenden Momentaufnahmen, Glanzbilder, Profile seiner Persönlichkeit zu liefern und so weiter, zu beobachten, zu überwachen und so die gewonnenen Daten ohne die Gnade des Vergessens ständig präsent zu halten. In diesem Zusammenhang muss man die Frage stellen, warum ist der NSA-Skandal eigentlich ein Skandal? Das hätte man doch wissen können. Jeder trägt aber heute dazu bei, dass weiter diese Daten gesammelt werden. Wir tragen Fitness-Tracker, unsere Handys bei jedem Update, fangen die wieder an, irgendwelche Daten zu sammeln, obwohl man das immer abgestellt hat. Politiker unternehmen die absurdesten Ideen, um Daten zu sammeln, zum Beispiel wegen dieser Dieselgeschichte, oder fügen große Datenbanken zusammen. Auch da muss man nicht in die Zukunft gucken, was damit passieren kann. Da braucht man nur nach China sehen, wo so eine Art Betragen ausgerechnet wird aus dem eigenen und Freundeskreis und dem eigenen Betragen und so eine Art Maßzahl für das Betragen als Bürger ausgerechnet wird. Das Ganze geht zurück auf das panoptische Prinzip und schon sozusagen der Grundgedanke hat auch schon mehrfach das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht so nicht, wir müssen uns davor schützen. Die Aufklärung ist ein Weg, uns zu schützen und die Aufklärung ist auch genau der Punkt, der Kern der Schule ist. Wenn man von Schule spricht, von Schulfächern, von Bildung, muss man sich immer auch fragen, wozu das eigentlich, nicht nur bei Digitalem, sondern wenn man Bildung, zum Beispiel Richard Riley formuliert das sehr pragmatisch, sagt, Bildung soll Menschen einfach auf Aufgaben vorbereiten, die wir noch nicht kennen, mit Technologien umzugehen, die auch noch nicht erfunden wurden und zu Problemen zu lösen, die wir uns noch nicht vorstellen können.
Immanuel Kant verzieht sozusagen unser Bildungssystem, hat auch so einen kantischen Gedanken immer wieder drin, nämlich Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und Kant würde hinzufügen, natürlich auch ohne die Leitung einer Maschine. Aber wie sehr ist eigentlich das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung eingeschränkt, wenn Maschinen über uns herrschen oder immer mehr Entscheidungen abnehmen? Und im Sinne einer demokratischen Gesellschaft ist auch ein Blick hin, was ist eigentlich Freiheit, ein wichtiger Punkt, denn dazu soll Bildung ja dienen. Und Thoreau sagt, dass uneingeschränkte die Gemeinsamkeit aller demokratischen Staaten ist, dass sie das Recht anerkennen, sich gegenüber dem Staat aufzulehnen. Ungehorsam ist die wahre Grundlage der Freiheit. Die Frage ist aber, wer ist eigentlich heute der Staat? Wem sollen wir im Zweifelsfalle eigentlich diesen Gehorsam verweigern können? Der Staat, soweit so klar, aber gibt es noch anderes? Zum Beispiel größenwahnsinnige Menschen, die das Leben nicht nur, sich nicht damit zufrieden geben, 100 Millionen Menschen zu beeinflussen, sondern gerne eine Milliarde beeinflussen. Oder sind es Maschinen, KI? Es ist schon etwas gruselig, wenn wir Meldungen wie diese lesen, dass Facebook zwei KIs den Strom abdreht, weil die angefangen haben, sich in einer Sprache zu unterhalten, die die Menschen nicht mehr verstehen. Und Elon Musk sagt unter anderem, das ist die größte Gefahr unserer Gesellschaft. Das hätte man eigentlich schon wissen können, wenn man in der Schule etwas über Alan Turing gelernt hätte. Er hat 1951 schon gesagt, wenn sie miteinander kommunizieren, dann können sie auch die Kontrolle übernehmen. Aber obwohl er auch den Zweiten Weltkrieg verkürzt hat und Computer, zumindest theoretisches Berechnungsmodell erfunden hat und KI erfunden hat, kennt kaum einer seinen Namen. Und es wäre aber gerade ein Ansatz, das Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen, wir sind ja in Nordrhein-Westfalen, mal in den Blick zu nehmen. Wie ist es eigentlich mit dem Bildungsauftrag? Da steht nämlich auch Ähnliches drin. Sein der kantische Gedanke, erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, um die Person zu entfalten, selbstständig die Entscheidungen zu treffen, Handlung und Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. Nochmal selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln. Ähnliches steht auch in der KMK-Strategie, die 2016 verabschiedet wurde, auf die künftige Gesellschaft vorzubereiten und so weiter. Selbstständiges und mündiges Leben in der digitalen Welt soll die Schule, die Menschen, Kinder dazu befähigen. Zur Art und Weise, wie das geschehen soll, steht da auch etwas als integraler, also ausgewiesener Bestandteil der Curricula. Und eine interessante und hier für heute natürlich auch wichtige Feststellung: über notwendige informatische Grundkenntnisse geht das weit hinaus. Mal die Hand hoch, wer heißt Mathematiker? Wer hat Mathe als Fach immer? Oh, ungefähr die Hälfte. Sozusagen dann sind Sie mindestens diejenigen, die den Unterschied zwischen notwendig und hinreichend kennen. Mindestens. Also hier wird die Notwendigkeit bereits erkannt. Dass einige diesen Unterschied zwischen notwendig und hinreichend nicht verstehen und sozusagen das einmal dahingestellt, das werden wir heute im Laufe des Tages ja auch noch klären. Aber ist es festzuhalten? Ohne Informatik keine Aufklärung. Informatik ist die Aufklärung über die digitale Welt. Und wenn man sozusagen ganz weit zurück soll, sozusagen Unwissenheit ist eigentlich die größte Gefahr. Die Unmündigkeit, das Unwissen. Kenne deinen Feind. Wenn man schon nicht gut findet, dann muss man wenigstens bekämpfen können. Keiner würde auf die Idee kommen, nur weil man Atomkraft zum Beispiel doof findet, das aus dem Lehrplan zu streichen. Deswegen formuliert Rushkoff eben, if we don't learn to program, we risk being programmed ourselves. So, was bedeutet das inhaltlich? Wenn wir das fordern, was muss man denn dann alles wissen, um mündig zu werden? Nehmen wir zum Beispiel mal diese Situation hier, so etwas Ähnliches. Die Quellenangabe ist irgendwie weg, es ist aus Informatik Macchiato, von Johannes Magenheim und anderen.
Sie kennen das alle, Sie kriegen irgendwelche Werbebotschaften und man fragt sich manchmal, wie kommt das eigentlich zustande? Also welche Daten werden da eigentlich über mich übertragen? Wie ist das zustande gekommen, damit diese Aussage, diese Empfehlung überhaupt formuliert werden kann? Welche Wege nehmen diese Daten? Das heißt, an wem kommen die auch vorbei? Welchen Zweck erfüllt eigentlich der Algorithmus, der da läuft? Will der mir wirklich helfen oder welche Interessen stecken dahinter? Welche Annahmen werden dann aber auch über mich gemacht, über meine Vorlieben? Und welchen Handlungsspielraum habe ich dann noch? Was entgeht mir vielleicht? Welchen Nutzen und welche Nachteile habe ich? Ich habe, wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch, schon viele tolle Sachen gekauft, die mir empfohlen wurden und was ich auch gut finde. Diese Empfehlung hier habe ich von dem Buchhändler an meiner Uni-Bibliothek. Aber auch, wie kann ich über meine Daten selbst bestimmen, wie kann ich selbst eingreifen, aktiv werden, mitgestalten, zum Beispiel eine App programmieren. Diese Fragen, sozusagen, gehören zu der Antwort, was ist an informatischem Verstehen zur Aufklärung in der digitalen Welt meiner Ansicht nach nötig. Anfang 2016 hat sich nicht nur die KMK Gedanken gemacht, was man für das Verstehen der digitalen Welt benötigt, sondern auch eine Gruppe Erziehungswissenschaftler, Informatiker, Informatikdidaktiker und viele andere mehr auf Schloss Darkstuhl. Und wir sind übereingekommen, dass es eine Betrachtung von drei Seiten immer bedarf, dass eine oder zwei nicht reichen. Wir haben einerseits die technologische Perspektive, wie funktioniert das und so weiter. Ich will das mal an einem Beispiel ein bisschen durchdeklinieren, zum Beispiel Facebook. Facebook verknüpft jetzt mit WhatsApp und so weiter die Daten. Aus der anwendungsorientierten Perspektive könnte man sagen, naja, ich muss ja nur wissen, wo man draufklickt, wo man meine Persönlichkeitseinstellungen verändert. Die Privateinstellung ist es zum Beispiel, wie viele von meinen Freunden das sehen können. Dass das aber keine Auswirkung darauf hat, was Facebook mit den Daten macht, versteht man nur, wenn man in der technologischen Perspektive zum Beispiel versteht, wie Daten gehalten werden, wie Rechte vergeben werden, dass es verschiedene Rechte gibt, dass ich hier nur die Rechte für andere Anwender setze, aber nicht die für Facebook selbst oder für Entwickler, wie das Internet überhaupt funktioniert, dass es egal ist, ob die in Deutschland gehalten werden, in Irland oder im Silicon Valley. Und die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive auch, nicht nur, was macht das mit der Gesellschaft, was für Auswirkungen haben soziale Netzwerke auf die Gesellschaft, sondern auch, was ist an der Gesellschaft heute anders, dass so etwas überhaupt gebraucht wird. Früher habe ich mich mit meinen Freunden, einfach bin ich ins Dorfzentrum gegangen, zu Bruns, da waren immer welche, die hatten drei Söhne, und dann war das okay. Wenn ich da heute hingehe, treffe ich nur noch einen und die restlichen von meinen Freunden sind auch nicht mehr da. Das ist Globalisierung, wir sind überall verstreut. Und wenn ich das alles weiß, dann bin ich erst ein mündiger Bürger. Inhaltlich kann man dort ringsherum auch diverse Konzepte verteilen, zum Beispiel aus der Wirtschaft, das ist sozusagen dieses Nutzung statt Besitz oder auch natürlich Fragen nach Ergonomie und Sucht und Teilhabe, aber eben auch zum Beispiel auch die Grenzen der Berechenbarkeit. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es Dinge gibt, die man nicht berechnen kann, was eben auch Alan Turing 1950 schon bewiesen hat. Eins davon ist, ob der Rechner abgestürzt ist, was ihr alle kennt. Und wenn man das weiß, denkt man vielleicht anders über selbstfahrende Autos nach als vorher. Als mündiger Bürger muss ich auch bei politischen Prozessen ja mitentscheiden und nicht nur auswählen. Wenn wir diese Farbgebung von dem Darkstuhl-Dreieck, das ist jetzt nicht zum Lesen gedacht, auf die KMK-Kompetenzen verteilen, dann sehen wir auch, es gibt einen Schwerpunkt bei diesem Problemlösen und Handeln, aber auch in anderen Bereichen sind entsprechende technologische Perspektive auch aufgeführt. Meine Lieblingskompetenz ist übrigens die ganz kleine Kompetenz 551, kennen und verstehen die Prinzipien der digitalen Welt. In dieser Kompetenz ist die ganze Informatik versteckt. Jetzt könnte man sagen, ja, 2016, das dauert ja, bis man das umsetzt. Nee, das hätte man schon eher wissen können. Es gab eine Enquete-Kommission 2011, die sehr ähnliche Dinge bereits erkannt hat. Auch ein Grundverständnis von Suchmaschinen, grundlegendes Programmieren
Man kann aber noch weiter zurückgehen. 1984 ungefähr startete die Diskussion. Das hat sozusagen, ist nicht zufällig sozusagen mit der Volkszählung, hat das durchaus ja auch zu tun, dass man sich darüber Gedanken macht, darf der Staat alles über mich wissen und wie darf man das verknüpfen und ähnliches mehr. Daraus resultierte das ITG-Konzept, wo sich alle entschlossen, das integriert abzulegen. Das ist jetzt ungefähr an diesen kleinen Strichen, können Sie sehen, auf wie viele Fächer das jeweils verteilt sein soll. Dass das nicht funktioniert hat, können wir allein daran ablesen, dass man 30 Jahre später, 2016 nämlich, ziemlich genau das Gleiche nochmal beschließt. Insofern ist der Digitalpakt eigentlich nur, auch inhaltlich steht da nochmal das Gleiche drin, es ist nämlich nicht nur um Geld, wenn man das Dokument liest, da geht es auch um Lehrerbildung und auch um Unterrichtsinhalt. Und ich möchte mit einem Zitat von Erich Kästner schließen, es kann nur nicht früh genug darauf hingewiesen werden, dass man die Kinder nur dann vernünftig erziehen kann, wenn man zuvor die Lehrer erzieht. Und mit diesem Gedanken möchte ich Sie heute entlassen, dass wenn man nämlich mündige Schüler haben will, dann braucht man auch Lehrkräfte, die dieses Wissen mitbringen, die selbst mündig sind und das auch noch unterrichten können. Und da die meisten Lehrkräfte selbst diesen Unterricht nie hatten, wie will man das dann unterrichten ohne ein Studium? Vielen Dank.